Es ist ein Zeichen der Integration und ein Wunsch von vielen Muslimen. Sie wollen dort beerdigt werden, wo sie auch gelebt haben. Hier am Westfriedhof hat heute eine nachgestellte Bestattung ohne Sarg stattgefunden. Wir können heute zurückblicken auf zwei Bestattungen im Leichentuch. Aber ich gehe stark davon aus, dass das die nächsten Monate zunehmen wird und dann auch ab dem nächsten Jahr auch auf anderen Münchner Friedhöfen rege in Anspruch genommen wird. Schon vor dem Beschluss hatten sich einzelne Friedhofsverwaltungen offen gegenüber sarglosen Bestattungen gezeigt. Die Stadt München setzt sich bereits seit 15 Jahren für diese Art der Bestattung ein. Theoretisch wäre es in München sogar ab dem 1. April möglich gewesen, im Leichentuch zu bestatten, weil wir in unserer Satzung auch nicht dezidiert den Sarg als Pflicht formuliert hatten. Wir haben uns immer an das Bestattungsrecht gehalten, also es war immer offen formuliert. Aber jetzt ging es halt darum, auch über die Münchner Friedhofssatzung die Regelungen zu fixieren, wo, wann und wie. Bereits im Oktober hat es am Westfriedhof in Moosach die erste sarglose Beisetzung gegeben. Es gibt aber noch andere Unterschiede zur konventionellen Beerdigung. Die Bestattung im Leichentuch hat einen ganz gravierenden Unterschied, was die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhefristen angeht. Die betragen 15 Jahre statt der üblichen 10 Jahre, weil der Verwesungsprozess eines gewickelten Leichnams deutlich länger dauert als eben konventionell im Sarg. Die Stadt München plant bereits bis zum nächsten Jahr die Möglichkeit, auf weitere Friedhöfe auszudehnen.